Nach einer Woche Fußmarsch hat der Wald aufgehört. Und wir sind auf grosse Weiden gekommen. Und wieder ein paar Tage später sind wir zu Antananarivo angekommen. Merci. Ich habe mir das Antananarivo ganz anders vorgestellt. Ah, ich mir auch, Herr Professor. Der Verkehr. Und die Grösse. Ja, was glaubt ihr denn? Das ist die Hauptstadt von Madagaskar. Mit mehr als 1 Million Einwohnern und einem modernen internationalen Flughafen. Oh. Genau dort muss ich jetzt übrigens hin. Wieso? Will ich Kursmaschine nehmen und auf Mosambik zurückfliegen. Ja, dann kommst du nicht weiter mit uns. Nein, leider nicht. Oh, schade. Wir haben dich so gut verstanden. Ja. Oh, ich muss pressieren, da kommt gerade ein Bus von der Flughafengesellschaft. Oh ja, also, ciao, Nogno, guten Flug. Also, ciao, Bobby. Adieu. Adieu, Professor. Gute Reise. Und wachet du? Ja, ja, danke, Klaus. Und wir, Herr Professor, was machen wir? Ich habe Durst, glaube ich. Ich auch. In dem Fall gehen wir etwas trinken. In dem Hotel dort hinten, auf der anderen Straße. Ah ja, das ist gut, da bin ich dabei. Thank you.